Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Ich dachte, sie sagt jetzt noch was. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Lego Dimension. Sie sagt nichts mehr. Oder er? Ne, ist nicht sie. Klar, das ist nicht sie. Sie ist wohl über von meinen Fähigkeiten so entsetzt. Okay, weil es sieht ein bisschen komplizierter aus. Was haben wir denn hier im Angebot? Ach du Scheiße. Fangen wir damit an. Okay, das sieht hier echt aus, als ob wir hier eine Weile brauchen. Okay, fangen wir mal gleich mit dem Schrumpfding erstmal an. Ne, das haben wir gar nicht da. Wie ist das so angeboten? Das ist ja das. Ach, ich bin auch bescheuert, ey. Ich bin ja auch bescheuert. Und. Oh, scheiße. Und nochmal. Und. Okay, wir sind auf der falschen Seite. Wir müssen auf der anderen raus und dann uns da groß machen und. Oh Gott, das ist ja schon dezent. Hallo. Okay, dann setzen wir uns hier drauf. Ah, okay. Dann setzen wir uns wieder hier drauf. Da drückt man hier den Knopf. Geht nicht da rein. Ja, okay. Macht alles Sinn. Klingt alles sehr logisch. Und dann machen wir das. Setzen wir sie hier drauf. Und dann geht nämlich das auf. Okay, und dann geht wieder klein. Und dann gehen wir da wieder hoch. Hihi, ich bin so klug. Oh Gott, ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich bin so fucking klug. Oh Gott, jetzt kommt das hier mit den Farben. Das hasse ich am meisten. Das war das. So, kann man da nochmal irgendwo eine Übersicht, was wir wie welche Farbe brauchen? Mal rot. Brauchen wir gelb. So. Was höre ich da? Eine Katze auf einem Baum? Ich muss weg. Blau brauchen wir dahin. So, was ist nochmal lila? Gelb und gelb und rot, gell? Ich bin super bereit. Nee, Moment. Ist doch falsch. Nein, ich habe es kaputt gemacht gerade. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Warte mal. Das ist jetzt rot, im Moment. Wenn ich gerade, warte mal, gelb und. Das müsste ja lila geben. Gelb und. Nee, aber es gibt doch kein lila. Das ist doch lila da. Verdammt, ich hab keine Farblehre. Ich geb das nicht mit. Warte mal, ich bin auch nicht gerade so vom Kopf ein bisschen klarer. Also nochmal von vorne. Ich brauch lila. Ist blau und rot? Ich muss das mal komplett hier bekannt und komplett alles kaputt gemacht. So, machen wir mal. Nee. Also, blau. Rot. Blau. Versteh's nicht! Blau muss dahin. Oh, blau steht da. Ah, wie geht das denn nochmal mit diesen Farben, ey? Wie geht das denn nochmal mit den Farben? Rot.
warte mal. Das ist jetzt nicht lila. Ah, so ging das. Alles klar. I found it. Super. So, next one. Was brauchen wir als nächstes? Wir nehmen mal als nächstes das hier. Okay, dann gucken wir mal, wo wir bei ihr rauskommen hier. Da, das hat sich richtig gelohnt. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ah, warte mal, okay. Okay. Oh nein. Okay. Ist einfach total simpel. Ey, das sollen kleine Kinder verstehen, ey. Ich glaube, das Kind ist ab 6 oder so. Okay. Ja, dafür brauchen wir Gandalf. Ich bin euch zu Hilfe geeilt. Okay. Gandalf ist tot. Die von Aperture Science ist hundertprozentig sicher und besteht aus gebündeltem Licht, das von der Oberfläche stammt. Okay, warten. Durch. Warten. Durch. Ganz schön tricky. Jetzt ihn da durch. Nein, falsch. Aber mir klingt das gerade so ein bisschen verkehrt. Alles klar, also Feuer und Elektrizität. Den Gandalf nehmen wir kurz wieder raus. Dann gehen wir nochmal kurz mit ihm zurück. Ich glaube, erst war Feuer, gell? Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass das Enrichment Center nicht für Verletzungen haftet, die du dir möglicherweise in der Testeinrichtung zuziehst. Die haften nicht für Verletzungen, die ich mir zuziehe. Das finde ich aber auch nicht so nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Pad dummerweise auf der falschen Seite. Ich muss immer mit dem rechten Arm. Bitte entschuldige das Durcheinander.
Das Reinigungspersonal fühlt sich wohl nicht für die Testkammern zuständig. Ja, lustigerweise hätte ich ja, warte mal ganz kurz. Mal testen. Naja. Wir hätten es auch einfacher haben können. Wir hätten es auch wesentlich einfacher haben können. Batman? Wonder Woman? Justice League? Ich kenne da einige. Ich kenne... Au. Okay, hier ist ein bisschen, was verkehrt hier. Wir brauchen Gandalf. Ich glaube nicht, dass wir immer... Oh, warte mal, was können wir da machen? Aufgabe für einen Zauberer. Nur Gestände wie der... Okay. Ja, den habe ich doch hier stehen. Gemischte Schalter. Aber den habe ich doch hier. Aber wie kann ich den jetzt bauen? Alter, das Geräusch. Warte mal kurz, ich nehme das mal kurz wieder runter. Vielen, vielen Dank. Kommst du nicht weiter? Keine Sorge, das ist nur menschlich. Oder ist das doch allen Säugetieren zu eigen? Aber den hab ich doch hier stehen. Das hier könnte dich interessieren. Ich verstehe nicht, wie man die Chips programmieren kann. Habe ich noch nicht so ganz rausgefunden.
Das ganze Spiel ist doch ein bisschen Verarschung. Wie soll ich denn da hochkommen? Nur Gegenstände wieder können auf Würfel scheitern. Ihr wurdet also von einem bösen Computer gefangen genommen. Wer kennt das nicht? Ich. Aber ich guck mal, wie viel da Zeug noch rumliegt. Und warum kann Superman nicht da hochfliegen? Ist doch kein. Ist doch eine Öffnung. Guck mal, da. Das Grünzeug wächst da auch rein. Oh Gott, wie geht der Weg? Wir gehen einfach den Weg. Aber wie kann ich denn die Chips? Weil ich habe einige Sachen gebaut, indem ich mir einfach nur Videos angeguckt habe. Weil ich die Modelle haben wollte. Die Frage ist, wie kann ich. So, wen brauchen wir denn da? Ninja Wonder Woman. Okay, da muss ich mal für aufstehen, weil Wonder Woman steht nämlich im Regal. Bis. Wartet mal kurz. Ich geh mal kurz. Den haben wir doch hier. Das ist ein Labelltyp. Wir brauchen gar nicht Wonder Woman. So, tipp. Das wird ein echter Brüller. Jetzt weiß ich übrigens, von wem die sind. Die sind hier Lego Ninjago. Okay, dann haben wir das ja auch. Aber da unten ist da auch noch was. Komm, dann nehmen wir den mal wieder runter. Wenn ihr mich braucht, einfach brüllen. Machen wir. Die Frage ist, wie kommen wir da runter? Kann man hier noch eine andere Fähigkeit auswählen? Oder nur die... Na gut, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Wo bringen wir denn hin, wenn wir den da hinsetzen? Aber hier unten ist da wahrscheinlich gar nichts mehr, oder was? Da oben ist ein Helm. Ich mag es nicht, beobachtet zu werden, Leute. Du weißt nicht, was du da machen sollst. Vielleicht kann sie mir helfen. Nehmen wir ihn mal wieder raus, setzen sie da runter. Du weißt auch nicht, was du da machen sollst. Wer könnte da helfen? Ich habe keine Ahnung, wen ich dafür nehmen soll. Was mit denen?
für einen super Abgang. Nein, ich will nicht die Mystery-Maschine bauen. Nein, ich will sie nicht bauen. Ich habe sie schon gebaut. Nee, das funktioniert auch nicht. So wirklich mein Ding. Wer könnte das denn machen? Könnte das er machen? Aber wer könnte das denn machen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich gehe mir dann mal die Krallen wetzen. Ich will weiter. Gut, wir machen aber an der Stelle wieder Feierabend. Nummer 8. Ach, da kommen einige Kammern noch. Aber ich muss leider Feierabend machen. Liebe Leute, Checkpoint, genau. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge von Lego Dimension hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.